So, da sind wir auch wieder zurück. Ich komme mal hier aus der. Ach so, genau, da werde ich sehen. So, Hi, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen umgebaut. Aber es sind halt erstmal so die groben Grundzüge von der tatsächlichen Base, die wir dann am Ende haben wollen. Ich hatte ja mal von den Treppen gesprochen, dass wir so ein paar Beete dahin knallen. Ich bin jetzt noch nicht so ganz zufrieden, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Wir haben ein bisschen was angebaut. Alles Mögliche, was wir so zum Craften brauchen. Ja, hier kann man so ein bisschen seine Seeds züchten. Hier ist auch alles drin, was man so braucht. Und dann möchte ich hier drüben so einen Turm bauen. Ich habe auch schon angefangen. Ich muss erst mal ein bisschen besser reinkommen mit dem ins Bausystem sozusagen. Das ist doch schon ein bisschen unterschiedlich zu Conan. Wer auch immer bei Conan eine Base gebaut hat, weiß, wovon ich spreche. Aber es ist einfacher, sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier quasi den Anfang von unserer Base. Hier geht's rein. Die Treppen gehen noch viel weiter nach unten natürlich. Aber da muss ich noch ein bisschen was farmen. Das mache ich natürlich offscreen, damit es euch nicht auf die Nerven geht. Dann haben wir unseren Base-Eingang. Hier ist der Brunnen hin. So, dann hat hier jetzt jeder so seinen Abteil. Da oben ist so meine Ankommenkiste sozusagen. Hier schmeiße ich mal alles rein, was gesaved werden muss, wie hier die Monstrositätenkopf, den wir zum Flamme aufwerten brauchen. Müssen wir auch gleich nochmal reinschauen, was wir da so brauchen. Ja, Bettchen und so weiter. Was war hier nochmal drin? Achso, das restliche Equipment, was wir gerade nicht brauchen. Was ich mir jetzt vorgenommen habe heute ist, erstmal die neue Rüstung craften. Das hatten wir ja gesagt. Ich habe mal hier die ganzen Schmelzöfen und so eingebaut. Tatsächlich auch wie bei Conan. Da macht man das ja mit so Türframes, dass man die da drüber setzt, dann sieht man die nicht mehr. So, der Schmied ist ganz zufrieden mit seiner neuen Ecke. Aber wie gesagt, ist noch lange nicht fertig. Der Alchemist ist hier oben gelandet. Da kann man dann seine Tränke craften, da ist auch alles hier in den Kisten gelandet, was da so hingehört. Das Sortieren war eine Aufgabe von, ich glaube, 1,5 Stunden. Ich meine, wir hatten da hinten 15 Kisten stehen und ja, naja. So, wir waren stehen geblieben bei der neuen Rüstung. Wir schauen mal schnell. Das Söldner-Set wollen wir bauen. Hier gibt es dann 14% kritischen Nahkampftreffer und 11% Crit-Schaden. Das ist schon mal richtig krass. Ausdauerpunkte, Lebenspunkte immer gut. 2 Schaden gegen Nahkampfgegner. Auch sehr, sehr gut. 68 Lebenspunkte und eine Gesundheitsregeneration, was auch ziemlich cool ist. Das heißt, nochmal 3 Gesundheitsregenerationen. Gesundheitstimeouts-Minderung, ich glaube, wenn man einen Trank nimmt. So, dann die können wir bauen. Bronzebarren habe ich gecraftet. Falls jemand sich fragt, was man dafür braucht, das sind hier Zinnerz und Kupferbarren braucht man dafür. Ich glaube, hier ist das Rezept, ja. Und das Krasse daran ist, dass man. Nee, warte mal. Zinnerzbarren. Du brauchst 20 Erz, um einen Barren zu erstellen. Aber dafür braucht man nur 3, um dann 10 Bronzebarren zu machen mit den Kupferbarren zusammen. Ja, aber es soll uns nicht weiter stören. Das läuft eh automatisch nebenher. Das heißt, wir bauen uns jetzt den Helm rein. Was hat denn der eigentlich? Ach, Parierkraft. So, die Rüstung. Handschuhe, Hose, Schuhe. So, haben wir doch alles, was wir brauchen. Sorry. So, dann ziehen wir das Zeug mal an. Ja, sieht es nicht ganz so geil aus wie die vorige Rüstung, aber da kommt ja bestimmt noch einiges. Können wir nicht diesen grausamen Helm loswerden? So. Jawohl, jetzt haben wir auch unsere komplette Miasma-Zeit wieder zurück. Jetzt sehen wir einfach aus wie so ein Hartplattenritter. Sehr nice. Ich wollte auch das andere Schild craften, weil es ein bisschen mehr Blockschaden hat. Hier kommt es jetzt mittlerweile auf die Kleinigkeiten an. Wir haben ja das Heldenschild gerade. Aber wir brauchen halt mehr Blockschaden. Ich denke mal,
Können wir auch easy peasy craften. Ich denke mal, dass wir, sobald wir Metall bekommen, nochmal ein neues Set bekommen. So, jetzt schmeißen wir mal das alte Set. Vielleicht kriegen wir noch einen, so ein Aufstellteil, um so einen Rüstungshalter, wo wir die halt draufpacken können. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Helm von dem ganzen Set hier hin ist. In den Untiefen jeglicher Kisten verschwunden. Ich werde den auf jeden Fall wiederfinden. So, das sieht doch ganz nett aus eigentlich, auch mit dem Schwert. So, was haben wir eigentlich noch vor heute? Achso, wir müssen erstmal, was haben wir denn hier bei der Bäuerin jetzt? Geht ja in ihrem Menü. Zwar hier in dem Ofen. Müssen wir erstmal neu Mehl und Salz farmen. Ich denke mal, dass Mehl als nächstes dazukommt. Also hier, dass wir das aussehen, hier Korn und dann kommt es in den Grinder. Dann bauen wir da noch einen Grinder hin. Wir werden sehen. So, Energie. Wir haben ja davor die ganze Popcorn benutzt. Das regeneriert 7 Ausdauer und das einfach 20 für 5 Minuten. Und da machen wir uns jetzt einfach mal den ganzen Haufen, der hier so rumliegt. Schauen wir mal kurz. Hier brauchen wir kein Zuckerrohr. So. Wir sind aber noch nicht fertig. Konstitutionsessen wollten wir noch machen. Da ballern wir auch einfach. 40 Minuten lang hält das. Nice. So, die Hühnersuppe ist auch am Start. Haben noch ein bisschen Kamillentee dabei. Guck mal schnell. Dietriche haben wir. Pfeile. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Was meint ihr? 91 Pfeile. Hm, falls wir da einen, ich muss mich daran erinnern, wo wir die hingetan haben. Ich glaube hier. Nee, bei der Jägerin war das. Ja doch. Hier haben wir doch noch einen ordentlichen Haufen Pfeile. Nehmen wir noch die 100 Giftpfeile mit. Sicher ist sicher. Und diesmal vergessen wir nicht die Dietriche. Nicht, dass wir wieder irgendwo nicht reinkommen. So, ich habe noch in der Zwischenzeit halt die komplette Base abgebaut da drüben. Noch nicht komplett, aber alles abgeerntet und so weiter. Wo war denn unsere Mine? Ich habe hier... Ich denke mal, dass wir den Miasma-Baum da jedes Mal wegmachen müssen. Erstmal einen Schluck Kaffee. So, ich habe hier eine Werkbank gemacht. Hier auch nochmal, dass du halt dann dein ganzes Werkzeug reparieren kannst. Ja, jetzt ist dieser Baum schon wieder hier. Der respawnt anscheinend jedes Mal. Aber keine Sorge, man kriegt nicht immer die Erfahrungspunkte dafür, sondern ist einfach nur dann weg. Und hier bauen wir halt, hier, wie heißt das nochmal? Goddammit, Zinnerz ab. So, das ist die Zinnerzmine. Die ist hier oben, falls jemand sich fragt, wo man das abbauen kann. Hier ist ein, auf jeden Fall, wenn man da das abgebaut hat, alles ist hinten halt wie so ein Stollen, unendlich viel. Ich habe das schon, ich glaube, eine Stunde lang abgebaut. Da ist ordentlich was drin. Was haben wir jetzt vor? Wir werden hier den Schrein der Flammen mitnehmen, dann zu dem Miasma-Baum gehen, mal schauen, wie es hier abgeht. Kann natürlich sein, dass wir hier noch nicht hinkommen. Und dann dachte ich, wir gehen zum Obelisken und zum südlichen Karawanenlager. Das ist so der grobe Plan heute. Mal schauen, wie wir durchkommen. Je nachdem. So. Ich denke mal, dass das hinter dem Berg ist, oder? 200 Meter. Wir fliegen aber mal von hier. So. Oder unterirdisch wieder mal. Ja, die Produktionsketten jetzt werden relativ komplex. Also ich weiß nicht, ob das noch krasser wird, aber auf jeden Fall sind wir jetzt eigentlich auf einem ganz guten Stand. Ein bisschen unglücklich, dass wir, oder ich, viel zu spät angefangen haben, die Base halt, ach, das ist da oben. Ist ein kleiner Löwe unterwegs. Ne? Na gut. Fliegen wir halt von hier oben darüber. So, das Ding ist da oben. Boah. Was ist hier? Ist gar nicht gespawnt, das Ding. Ach so. Ich habe ja hier in der Nähe eine Dingens gebaut. Eine Base.
Ich glaube, deswegen ist das Teil hier verschwunden. Aber ist nicht so wild. Wir wollten eigentlich nur die Flammenteile haben. So. Miasma-Baum. Ich denke mal, das... Oder wir gehen erstmal hier auf der Seite weiter. Ja doch, wir gehen hier erstmal auf der Seite weiter. Solange wir hier noch ein bisschen fliegen können. Geht immer schneller wie... Oh, hier gibt es die Fledermäuse. Und auch nochmal... Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da... Kupfer. Hier müssen wir nochmal diesen Baum mitnehmen. Ich hoffe, der ist schon... Ja doch... Geil. Fast 8 Minuten. Ne, sind 8 Minuten. 8 Minuten Miasma für uns. Also wenn wir einen Drink nehmen, dann sind es 10 Minuten. Das brauchen wir tatsächlich, um die Flamme abzugraden. Vielleicht schaffen wir das heute auch noch. Das wäre natürlich auch mega gut. Alter, hier fällt ja richtig viel Zeug raus. Was gibt's hier? Das Ding habe ich noch nie. Ach, auch das. Minzpilzfleisch. Das hat so einen leckeren Namen auf jeden Fall. Ist das auch nur so eine kleine Stelle im Jahr erstmal? Lass mal schauen, ob wir hier jetzt weiterkommen. So, ja. Ah, der Nebel sieht ganz schön rot aus. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier rein dürfen. Ne, dürfen wir noch nicht. So, das heißt, unser Questgebiet ist hier unterbrochen. Dann gehen wir einfach zum Obelisken weiter. Es sind 700 Meter. Davor kommt, glaube ich, noch ein kleiner Turm. Den wir uns auch nochmal kurz reinziehen. Hm. Ja, danke an die paar wenigen treuen Zuschauer, die hier auch ab und zu mal reinschauen. Ja, ich probiere jedes Mal ein kleines Stückchen besser zu... zu agieren wie in der Folge zuvor. Falls es mir gelingt, ist das natürlich okay. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. So. Ist das eine Falle? Ah, es ist doch eine Falle. Ich dachte, die geht's noch runter. Die Kollegen sind jetzt schon Level 20. Ich glaube, allein das Ressourcen abbauen in der Farmrunde offscreen habe ich allein ein ganzes Level gemacht. Wir sind Level 23. Artifact können wir mal mitnehmen. Ich war nur so eine kleine Base. Schauen wir, was hier noch so kommt. Da vorne ist noch ein kleiner Turm. Vielleicht haben wir da das Glück, dass da eine Goldkiste drin ist. Keiner weiß es. Wir schaffen es ja oben rauf. Jawohl. So. Ja. Also ich muss sagen, dass die neue Rüstung sich auf jeden Fall bemerkbar macht. Jetzt können wir mal kurz hier chillen. So. So, hier war leider keine Kiste drin. Schade. Und mehr die ganzen Spezialangriffe mehr benutzen. So. Zuckerrohr haben wir ohne Ende angebaut auf unseren neuen Feldern. Hier ist so eine kleine Ruine. Vielleicht ist das ja... Ja, es ist sogar ein Grab. Hm. So, dafür haben wir die schöne Fackel gebaut. Es gibt die. Ach. Ein Rattenfell. Nice. Ich glaube, es ist auch sowas, was man sich nie craftet. Es sei denn, man hat halt einen Haufen Zeug davon. So, hier ist nix. Ich liebe ja diese kleinen Mini-Dungeons. Vielleicht werden die ja noch ein bisschen komplexer über die Zeit. Hier könnte man auch Knochenblöcke farmen, falls jemand sich gefragt hat, wo man die farmen kann. Weiß auch gar nicht, wie man die so erstellen kann. Aber die Rattenfell ist
Warten, wir lassen hier mal hier. So. Sieht ein bisschen nach Falle aus hier, aber nichts passiert. Hier ist eine versteckte Kiste. Mystica-Tunika. Ich glaube, die haben wir letztes Mal auch schon gefunden. Wir gehen erstmal hier hin. Und Miasma-Trank. Muss man alles nicht craften. Sehr gut. Ist verbuggt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir... Gibt's hier Leuchtekristall zum Abbauen? Warte mal. Das muss ich abchecken. Was gibt's hier? Leuchtbewuchs. Hm. Schauen, wofür wir das brauchen. Aha. Ein nicer Holzhammer. 60 Schaden ohne Upgrades. Wir haben erhöhte Chance auf Crit. Und auch noch Schockmagie-Schaden. Naja, das klingt doch schon mal ziemlich nice. Wir gucken uns den einfach nochmal kurz an. Jo, ist jetzt nicht der geilste. Wir schauen mal, wie der sich spielt, wenn er abgegrillt ist. Aber ich denke mal auch super slow. Wie lange müssen wir? So, da haben wir das kleine Grab hier auch abgeschlossen. Es wäre ziemlich cool, wenn die noch über die Zeit ein bisschen komplexer werden. Diese Dungeons, das kommt mir irgendwie so ein bisschen wie bei, ich will jetzt nicht sagen Skyrim, aber wie bei Oblivion hier, die Tore, die man da machen muss. Hier sind ja die ersten Tore, wenn du dann Level 10 bist, super easy. Und dann, wenn du dann Level 30 oder was bist, diese scheiß Tore dauern 20, 30 Minuten, bis du da oben angekommen bist, um am Ende diesen Magie-Orb zu nehmen. Und da gab es einen ganz lustigen Trick eigentlich. Wenn du dann ganz oben standst, konntest du ja speichern, wo du bist. Und dann konntest du das Spiel neu starten. Und dann warst du da wieder und konntest gucken, was du für einen Kristall bekommst. Und wenn du dann den nicht toll fandest. Zum Beispiel hat man da sich dann innerhalb von 2 Stunden 100% Chamäleon gecraftet. Das heißt, man war einfach komplett unsichtbar. Das war halt, um die Diebesgilde zu machen, ziemlich, ziemlich cool. So, wir haben hier ein Bergdorf gefunden. Nee. Oh, ein Farmgehöft. Mit einem grünen Berg. Unser Lifestyle regelt mal wieder. Ja, die werden schon immer ein bisschen tougher. Gerade der Grüne. So, ein bisschen aufpassen, ne? So, haben wir denn überhaupt Tränke mitgenommen? Mal wieder nicht. Naja, aber dafür haben wir Verbände, ne? Wir buffen uns mal unser jegliche Foods-Buffs rauf. Mir gefällt die Hühnersuppe und die Ausdauerregeneration ziemlich, ziemlich gut. Ist das jetzt endlich Stroh hier? We will see. Oder sind es wieder Pflanzenfasern? Na gut, brauchen wir nicht. Ich habe 7000 davon. So. Hier war nix. Das ist ein Hühnchen. Bücher. Vielleicht ist hier eine Kiste oben. Feuer jetzt mittlerweile jede Kiste, die wir so finden. Weil da ist jetzt echt guter Stuff drin. So. Uah. Können wir mal die Waffe rausholen. Ich hatte echt Probleme, sein Schild hochzunehmen, aber ich... Upsi. Jetzt haben wir gar keine Zauber mitgenommen, fällt mir gerade mal so auf. Uh.
Gut, Lifestyle hat wieder geklärt hier, die ganze Nummer. Trotzdem wir. Ich habe echt an alles gedacht und wieder keine Tränke mitgenommen, aber ist, glaube ich, ein übliches Problem. Egal, wir kriegen das auch so hin hier. So, hier waren wir schon. Hier wollten wir noch rein. So, jetzt aber eine Kiste. Oh. Jawohl. Ah, jetzt haben wir noch ein paar Zauber hier. Sogar den krassesten gekriegt, den es gibt, finde ich. Hier diesen Säurebiss. So, wo sind wir? Ja doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt noch eine Fähigkeit abgegradet, dass man auf befestigten Straßen läuft, dass wir dann halt weniger Ausdauer verbrauchen. Und auf unbefestigten auch. Also einmal, ich glaube, 10% oder so. Oh, wir sind gleich da. Liegen wir noch ein Stück. Gehen wir ein bisschen schneller, wie dahin zu sprinten. Ist noch eine kleine City. Und haben wir nicht schon? Nee. Gut. Wir nehmen den Obelisken mit und dann schauen wir uns mal an, was hier in der City so los ist. Ach, der Obelisk ist leider unten. Das heißt, bevor wir da runtergehen, müssen wir uns die City anschauen. Ich bin gerade gefreut, dass wir uns wieder voll geheilt haben. Was haben wir denn hier eigentlich für ein großes Objekt? Vielleicht ist da noch eine Quest für uns versteckt. Vielleicht haben wir ja auch schon eine und ich weiß es nur noch nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir... Ah, jetzt haben wir den schon zerstört, den Haufen. Das Problem ist, dass wenn man den Haufen, wo man durchsuchen kann, zerstört, dann verschwinden auch die Items anscheinend. Na gut, ich hab auf eine XP-Rolle gehofft. Na, bin ich mal gespannt, wenn man hier einen Dietrich braucht. Oh, kleine Holzkiste. Wieder Meersmatrank, also... Nee, letztes Mal auch, da haben wir den Dietrich gebraucht, da haben wir einfach die, ich meine, zwar eine Holztür, die kann man dann einfach auseinandernehmen. Gut ist. Hat funktioniert und wenn nicht, machst du einfach die Wand daneben kaputt. So, hier müssen wir nach oben. Na, das ist nur ein bisschen... aber sagen, dass das Schwert schon ein bisschen besser ist wie alle vorigen, obwohl es nur ein blaues ist. Vielleicht finden wir jetzt demnächst mal das nächste Legendary, was wir tatsächlich auch lange Zeit benutzen. Wird ja auch mal Zeit langsam. Ich meine, der 3% Lifestyle-Ring, den haben wir ja schon, ich glaube, seit Beginn des Spiels. Glaube ich, einer von den kleinen ersten coolen Gimmicks, die man so findet. Da waren wir drin. Hier waren wir. Schauen wir nochmal hier oben. Da gibt's nichts außer Zerstörung. Hier waren wir. Boah, dürfte zu sein, oder? Das wäre so cool, wenn wir... wir nehmen das alles mal mit. Wenn wir... Wird es natürlich wieder dunkel. Was leckt hier so? Der Sonnenuntergang? Ich verstehe gar nicht, warum der manchmal mit seiner Combo hier durchkommt. So. Hier war nichts.
Da bleibt einfach stehen und genießt, ne? Sehr gut. Ist auch nichts. Hier können wir uns aber kurz mal Ausdauer wiederherstellen. Die übrigens jetzt mittlerweile insane hoch ist. Wo ich mich die ganze Zeit drüber aufgeregt habe, bis ich verstanden habe, dass man sich zu bestimmten Zeiten einfach ausruhen muss. Aber ja. So, hier steht was davor. Ja, wir haben den Turm gleich erledigt, also wir müssen jetzt glaube ich nur noch nach oben. Wir nehmen mal die Fackel raus, damit ihr auch ein bisschen was seht. Hier oben macht der Stress. So. Naja, jetzt ist er runtergesprungen. So, ich probiere mich mal die ganze Zeit daran zu erinnern, wenn wir wieder zurück in der Stadt sind, dass wir das Upgrade machen für den fetten neuen Hammer. Ich muss aber sagen, dass der letzte Hammer, den wir gefunden haben, den ich dann maximal geupgradet habe, relativ pupu war. Aber der hatte auch zu wenig Buffs drauf, glaube ich. So. Hier geht's nicht weiter hoch. Also man könnte, aber wir gehen mal den Weg, der vorgesehen ist. Ach hier. Aha. So. Und es ist tatsächlich eine goldene Kiste. Jetzt drücken wir uns mal selber die Daumen, ne? Was hier drin ist. Kann ja mal in die Kommentare schreiben. An dieser Stelle jetzt. Was man denkt, was hier drin ist. Aber. Und es ist wieder mal ein Bogen, den wir nicht benutzen. Top. Mann, das hat sich ja gelohnt. Egal, wir fliegen jetzt runter zum Obelisken. Da wollten wir ja schon die ganze Zeit hin. Let's go. Ist halt auch am Anfang vom Miasma. Yay. So, wir nehmen mal das Ding hier. Ist immer noch Zeug drin. Wie viel Zeug ich schon liegen lassen habe, ja. Wenn ich so daran denke. Wir sind gespalten worden, ne? Das waren schon alle Obelisken auf der Anhöhe hier? Okay. Stolpern doch zu allerletzt, jawohl. Okay. Den haben wir. Hier war noch so ein fetter Turm, aber da führt uns bestimmt noch eine Quest hin. Ich würde sagen, wir gehen noch zum südlichen Karawandorf und dann wir so. Okay, er fragt sich, was sich die Erbauer verbergen wollen. Okay. Mhm. Naja, es bleibt spannend. Wir müssen. Das ist Miasma, das auch, das auch. Herz aus Eisen. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt in das Gebiet schon rein können. Wir schauen mal, es sind 800 Meter. Und bestimmt wieder 1000 Sachen dazwischen. Hier ist wieder der Krater, wo wir den Knochen abbauen können. Das ist hier oben tatsächlich. Ha. Wenn wir auf dem Weg bleiben, dürfte es eigentlich hier reinbiegen. Also hoffe ich zumindest. Ansonsten fliegen wir einfach von oben ein Stück weiter.
So. Kamillentee. Das hält auch nur 5 Minuten, glaube ich. Der Tee sowie der... Was war das? Karamell oder was? Das ist hier ein Eingang von einer Mine. Was willst du denn? Wieder diese frechen Bogenschützen, ne? Wer hat euch denn hier hingespawnt? Lauter... Wo ist eure Infanterie, hä? Aloe auf dem Weg, habe ich unendlich viel gefarmt. Hier ist auch ein Eingang zum Miasma und diese Dreckskäfer schon wieder. Und mal schauen, wo das hier... Oder warte mal, wir nehmen mal vorher Miasma-Trank. Es sieht nämlich relativ tief aus. So, was war das hier? Ausdauer. 4 Minuten, das ist ja der große. Hopp. Lass uns kurz hochticken. Bin doch ein bisschen begeistert von der Rüstung, also zumindest von dem Blockwert. Es macht schon Spaß jetzt. 12 Minuten Miasma. Guckt euch das an. Jesus. Neuer Ort auf der Karte. Huka Höhlenpassage. Das klingt doch mal wieder nach so einem Riesenaffen da drinnen. Wenn es überhaupt ein Affe sein soll. Mini-Truhe, jawohl. Erfahrungsschriftrolle. Haben wir ja gesagt, wir sparen die auf. So. Das ist ordentlich Stuff für die neuen Kisten. Warum bist du gestorben? Wir werden es nie erfahren. Hier sind... Der Hauptsache liegt einfach da rum. Schon gesehen. Los aus dem Weg, du Schamane. Hey, der hat wieder Knochenstaub dabei gehabt. Na gut, was heißt Knochenstaub, aber hier dieser uralt Dino-Staub. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Charlie, gibt's keinen Buff. So, hier. Gehen erstmal hier nach oben. Kann ich nicht hinsetzen. What the fuck? Schade, dass die Sprintattacke nicht so stark ist, wie ich die ganze gedacht habe. So, wir... Kommen wir mit... Wenn wir hier lang gehen, kommen wir hier raus. Und ich glaube mal, wenn wir da weitergehen, kommen wir auf der anderen Seite raus. Aber es kann sich jetzt natürlich auch noch ändern oder eine Sackgasse sein. Heilige Wuka-Schriftrolle. Können wir gleich mal kurz lesen, was das kann. 25 Lebenspunkte und 20% Nahkampfschaden. 5 Mana kosten. Ich finde lustig, dass die hier auch Schriftrollen eingebaut haben, tatsächlich. So, es geht doch nach oben. Aber hier geht's doch raus schon. Und hier geht's wieder einfach nach unten. Ja, wo sind wir jetzt? Doch, wir kommen da raus, wo wir tatsächlich hin wollten, denke ich mal. Sieht gut aus. Können wir noch einen Altar bauen? Ich sehe es nicht, aber ich glaube schon. Ich habe nämlich 3 abgerissen. Oder 2. Wir müssen jetzt hier runter. Ich schaue mal kurz hier unten rein. Aber ich denke mal, das ist... Das wäre fast schief gegangen schon wieder. Hier gibt es Salz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Nee, ist doch kein Salz. Hier der andere Kram, wo wir eine Mine von haben.
tatsächlich nur eine Mine hier. Tatsache. Ja, schade. Ich habe gedacht, hier gibt's noch ein bisschen Salz, weil das ist leider alle. Wo geht's denn hier wieder raus eigentlich? Hey. Ach, da lang. Oh Mann. Falsche Seite. So, das ist nur eine Mine. Schade. Ich habe gedacht, wir müssen doch daran vorbeilaufen. Leuchtet da hinten so. Ach. So, einmal dran vorbei. Geht sogar. Was haben wir denn hier eigentlich am Boden? Nice, Sand. Lampe beim Schreiner freigeschaltet. Nehmen wir doch mal ein bisschen Glas bei Schmelze. Aha. Nehmen wir doch gleich mal ein bisschen mit hier. Auch wenn es den meisten Leuten immer auf den Sack geht, wenn ich dann einfach irgendwas abbaue. Gedüngte Farmerde. Das hört sich doch auch richtig nice an. Also auf jeden Fall vielversprechend. Baut sich ja schnell ab. Ich nehme auch nicht so viel mit, okay? Versprochen. Was haben wir denn jetzt hier an Sand? 136, na moin. So, es sieht aus, als ob wir in ein neues Biom kommen. Wir müssen natürlich wieder alles Mögliche einsammeln hier. Nicht, dass wir... Ist auch Sand. Okay. Ich dachte, es wäre irgendwie so... Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr Crafting-Material dazu. Wir haben nur wenig. Das ist, glaube ich, normales Holz, oder? Palmholz. Junge, Alter. Okay, es kommen noch mehr Sachen dazu. Fällt mir. Palmholzblock bei Werkbank. Nehmen wir auch mal ein paar mit. Nicht, dass wir es brauchen, um irgendwas zu bauen oder zum Upgraden. 10 Stück kriegt man davon. Auch nur normale Steine, gut. Ey, wenn man nicht alles anguckt, dann vergisst man was. Es wird endlich Zeit für ein neues Schwert. Wüstenblume. Mhm. Da bin ich auch schon mal gespannt, was man daraus macht. Sand. So. Wir sind tatsächlich in der falschen Richtung unterwegs. Wir müssen auf die Berge. Da geht's durch. Hier geht's hoch. So. Haha. ja. Hey. Schauen wir, was wir hier rauskriegen. Pflanzenfaser. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, hätten wir Safran. Ein Stillleben. Schöne Bilder können wir da zeichnen jetzt. Nice. Beim Schreiner. Safransetzling, sehr geil. Offenes Sandwich, aha. Die kochen ja mit edlen Dingen hier. Nehmen wir doch gleich mal ein bisschen was mit hier. Wo ist der Skorpion hin? Was hat der am Start? So. Der hat Schuppen. Schurkenhelm und der Schmied. Oh, ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall... Also wir kommen ja immer näher zum Metall. Wildjägerkapuze und der Jäger sieht auch ziemlich nice aus. Also... So, wir müssen uns durch den Turm, durch den Berg weiten. Denke ich mal, weil wir jetzt, ja gut, wir haben noch Zeit. Easy. So, jetzt wird es mal ein bisschen interessanter wieder. Ach, nicht gesehen. Ja.
Mal schauen, was die hier so in ihrer Base verkramt haben. Ist ja mal cool, wenn man... Oh. Ist ja mal cool, wenn man in die... Deine Arcana. Also das sind legendär. Was haben wir denn hier? Rohes Sandgräberfleisch? Fleisch wird bei Bäuerin. Jetzt geht's doch richtig ab mit Fressen, Alter. Ja, neues Biom, neues Glück. Können wir alles nochmal reparieren, das trifft sich ja. Nice, Hü. Nehmen wir das hier zum Zerstören. Und gut federn. Upsi. Wasser ist auch mal gut. So, was habt ihr hier in euren Zelten versteckt? Eine Bombe, die keinen Schaden mehr macht. Vielleicht kommt ja da irgendwann auch nochmal ein Upgrade. Holzscheite. Wir nicht alles. Ach, wir haben schon wieder keinen Inventarplatz, da wir ja so viele neue Sachen haben. Dann brauchen wir das nicht. Den brauchen wir nicht. Den sowieso nicht. Wir sortieren mal schnell. So. Pflanzenfaser können weg. Kalkstein. Ja, das sieht. Schauen wir uns schnell mal das Schwertchen an. Jawohl. Es hat so ein bisschen Conan-Vibes, muss ich aber ehrlich zugeben. Aber man vergleicht ja immer gerne. So, Steine. Das Drecksrattenfell machen wir eh nicht. Sand. Da ging es nur nach oben. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das hier alles kaputt mache, hier gibt es manchmal auch neue Items, die dann, die man dann schneller bekommt, wie wenn man sie craften müsste. Wie zum Beispiel letztes Mal haben wir einfach Kupferbarren, ich glaube 15 Stück gefarmt in der einen kleinen Base, wo wir waren. Da konnten wir dann umsonst unsere Äxte und so weiter bauen. So, wenn der Nebel hier rot ist, dann müssen wir erstmal das Upgrade machen. Was ganz so aussieht. Ja. Gut. Das heißt, wir können noch nicht nach oben gehen. Wir schauen jetzt mal, was hier am Ende kommt. Wenn nicht, hole ich euch nächste Mal zum Flammen-Upgrade ab und dann gehen wir hier natürlich weiter. Aber hier sieht es ganz schön rot aus überall. Das heißt, wir haben unsere Grenze erreicht. Schön, dass ihr mich begleitet habt, auf jeden Fall. Ich werde uns genau an diese Stelle wieder zurückbringen, wenn ich die Flamme upgrade habe. Ich kümmere mich jetzt sofort darum und dann schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, was hier so abgeht. Dann können wir, denke ich mal, einen Haufen Quests erledigen, wo sich ja wahrscheinlich alle schon fragen, wie es weitergeht hier. Also, danke fürs Zuschauen. Bisschen kürzere Folge diesmal. Tut mir leid. Aber ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass wir jetzt, bevor wir weiter können, die Flamme upgraden müssen. Aber ich setze den Schnellreisepunkt. Also von daher hole ich euch nächstes Mal ab. Und dann reisen wir dahin und dann geht's weiter. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.